Bau die Tür. Bau die Tür. Na komm. Oh. Da habt ihr einen blöden Gruppenraum. Da kriegt ihr einen Fernseher rein. Hallo Jumogo, grüß dich. Dann kriegt ihr da noch. Ihr sollt es ja nicht zu bequem haben. Stühle rein. Dann noch ein Billardtisch. Und mehr. Ach, vielleicht zwei Billard. Stopp! Da oben steht ein Billardtisch, ne? Der ist da so. Ich finde den blöd da. Demontieren. Benutzt einfach den. Kriegt ihr jetzt neun geliefert, oder? Ups. Strom wäre natürlich noch gut. Nein, bitte nicht. Was denn schief, Krypton? War das dein Billardtisch? Wenn das dein Billardtisch war, baue ich den da wieder hin. Dann tut's mir leid. Dein armer Billardtisch. Brauchen die Fernseher Strom? Nö. Okay. Sind anscheinend Solarfernseher. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Das ist gut. Das ist gut. Die Prisoners kommen auch bald. Was macht denn unser Reinigung freigeschaltet? Ach, wie schön. Du musst die. Link 1, 2, 3, 4, 8, 1, Zeug dir. Dankeschön. Hab die Musik mal ein bisschen leiser gemacht. Also sie ist wieder an, aber nur ein bisschen leiser. Boah, jetzt hier, komm, bitte. Putz dich zu Tode, mein Freund. Kann hier mal einer rausholen? Krieg ich die von Hand? Ah, er macht schon. Gut, wir haben den Pausenraum. Also den Gruppenraum, wir haben den Besucherraum, wir haben Stationierung. Abgesehen davon, dass das mein Billardtisch ist. Oh, es war wirklich deiner. Dann kommt der heilige Billardtisch natürlich wieder auf den Hof. Warte mal, wo ist denn jetzt wieder dieser blöde. Wieso putzt er jetzt hier und nicht da? Egal. Der wird schon alles putzen. Hoffe ich mal. Hat einiges zu tun auf jeden Fall. Gut. Was haben wir jetzt? Lasset mich kurz nachdenken. Personal erschöpft im Pausenraum. Sehr schön. Besucher. Schmuggeln die ist die Frage. Weil wenn die Sachen reinschmuggeln, muss ich eventuell hier am Eingang. Wieso sind das andere Platten als da? Ich habe irgendwas falsch gebaut. Ah, ja, scheiße. Das Geld muss refinanziert werden. Geben wir dir wieder ordentlich Anweisungen, ja, zum Glück, sonst wäre ich aufgeschmissen. So. Ich überlege gerade, weil wenn hier Leute kommen und Sachen schmuggeln, dann muss ich entweder hier was hinbauen. Oder hier unten was hinbauen. Das weiß ich aber noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Aber ich kann mal kurz gucken. Das ist okay. 10 Insassen werden erwartet. Das ist auch okay. Hier. Krankenstation, Gefängnispflege. Sicherheitschef, 10 Wachen. So viel brauche ich noch nicht. Ausbildung, Personalraum, 5 Wachen ohne Aufgabe. Könnte hinkommen, oder? Es gibt, glaube ich, eine Mod dafür. Dann geht das auch auf Deutsch. Im Workshop. Stelle einen Sicherheitschef ein. Ich mache die beiden Sachen mal kurz. Schalte Gartenpflege frei.
Hallo Ruffy, vielen Dank für dein Follow. Schade gar nicht, ich stelle zwei Hausmeister. Zwei Hausmeister, ja komm. Mach sauber. Putzen. Putze. Der hat keinen Bock zu putzen. Stelle einen Gärtner ein, den habe ich noch nicht. Okay. Wo sind denn die Neuankömmlinge? Ach, die kommen erst noch. In einer Stunde. Okay. Okay, okay, okay. Wachen haben wir eh noch genug. Gartenfläche. Oh, guck mal hier. Es blitzt und... Oh, schön. Es ist sauber. Wunderbar. Ist ja fantastisch. Ich wette, dass du nachher 570 Zuschauer hast. 570. Das wäre geil, aber das ist ein bisschen viel. Aber nehme ich gerne mit. So ist es nicht. Wer sagt denn da schon nicht nein, nicht wahr? Okay, wo baue ich jetzt die Metalldetektoren hin? Ich musste irgendwo... Warte mal. Irgendwie musste ich die hinbauen. So ein Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Da muss man durch, um überall hinzukommen. Wenn ich die hier hinbaue... Warte mal, nicht. Ich könnte da welche hinbauen, da und da. Hätte verdient, danke. Am Eingang. Ja, aber ich will immer so, dass die auch wirklich überall 24/7 kontrolliert sind. Ich baue welche am Eingang. Das ist generell keine schlechte Idee, aber ich hätte gerne, dass überall was gegen Schmuggelgut unternommen wird. Das Silber 873 folgt dir, dankeschön. Hat das mit den Zellen geklappt? Ja, hat funktioniert. Man brauchte einfach noch ein paar Wachen mehr, die nicht beschäftigt sind. Die anderen waren zwar auch nicht beschäftigt, aber das hat irgendwie nicht gewollt. Und dann ging das. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt. Ja, German Dota ist einer von Gamster, Martin Lee. Ja, das ist korrekt. Hier stimmt auch wieder was nicht. Ist das Beton? Sieht scheiße aus sonst. Sorry, das Auge spielt mit, Freunde. Das ist schon richtig, ne? Ja, das ist richtig. Okay, aber ich muss die Planung noch weg. Ich muss auch die Planung weg. Muss man nicht kennen, ist aber gut. Das ist richtig. Das sind gute Jungs. Das sind gute Jungs. So, hier ist dicht, ne? Gut. Sieht jetzt nicht so aus, als könnte man nicht in der Mitte durchlaufen, aber... Kann man in der Mitte durchlaufen? Eigentlich nicht, oder? Guck mal gerade. Der ist in der Mitte durchgelaufen. Ist das falsch gebaut? Moment. Ich kann die so bauen. Nee, das ist einfach nur verbuggt wieder, oder? Ich guck mal ganz kurz. Ob sich dann da irgendwas ändert. Kostet mich ja nichts. So. Okay, wirklich einfach nur blöd verbuggt. Na gut, muss man mit leben. Ist ein bisschen doof, aber muss man mit leben. Die Duschen. Die Leute sind da. Vier Plätze hätten wir sogar noch. Normale Gefahrenstufe, die chillen da rum. Okay, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Knast zumachen. Sonst wird das hier ein bisschen überfüllt. Aber nur geringfügig.
Haben wir noch irgendwas Schönes zum Freischalten? Stationierung haben wir. Schmuggel ist eigentlich auch was Feines. Wir haben eh genug Geld, ne? Zwangsarbeit? Gut, das kann ich verbinden. Klon will ich auch mal haben. Das verbinde ich mal komplett mit dem... Ne, nicht damit. Mit Bildungsreform. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber dafür habe ich euch. Ist eigentlich der Thief Key schon weg? Yes, Sir, der ist weg. Aber ich habe noch einen Key bekommen für ein anderes Spiel, was ich aber noch nicht verrate. Aber 1000 ist eh noch ein bisschen, von daher... der kann eigentlich mal weg, oder? Übergangszelle. Ich habe 18 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Bildung dauert arschlange. Jetzt habe ich schon angefangen. Ich mach mal die Eigentlich müsste ich hier noch was hinbauen. Bevor sie... Weil die gehen ja einfach vom da... Oh! Da war was. Nee, wäre auch schön. Nächstes Mal, wenn ich mir ein Spiel organisiere, nehme ich direkt noch einen mit für ein Gewinnspiel. Schalte Gärtner ein. Guck mal hier, Gärtner. Gärtner. Tada! Auch abgeschlossen. So, wie viele Gefangene und wie viele Mahlzeiten schaffen wir denn? Das ist eine gute Frage. Du kannst das wieder abbrechen, echt? Ach, geil. Ah, super. Weise Wäscherei, weise Dreckige Küche. Aber Jobs kann ich denen ja geben, ne? Das ist ja kein Problem. Jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich denen das zuweise. Stationierung vielleicht. Ach, guck mal. Ich kann sagen, wer wohin darf. Niedrige Sicherung, normale Sicherung. Guck mal, hier ist normale. Ach, wie cool. Nur für Personal ist das. Ein zweiter Koch, guck ich gleich. Gemeinsamer Bereich zu schützen. Ach, wie cool. Okay, das ist super. Wo du gerade sagst, zweiter Koch. Warum nicht? Können wir mal ausprobieren. Ob das dann alles passt. So. Logistik? Was für Logistik? Was laberst du? Ich würde gern zuweisen. Wo geht denn das? Logistik gesperrt. Du musst erst Forschung freischalten. Schmuggel. Aha. Guck mal da. Interessant. Du musst erst Forschung freischalten. Mikromanagement. Du brauchst aber dann noch Zellen für die Leichen. Ja, ja, das kriege ich hin. Gerade haben wir das Geld dafür. Ich müsste aber langsam mal den Knast vergrößern, damit wir noch ein paar Leute kriegen. Aber es hat auch noch ein bisschen Zeit, würde ich behaupten. Du hast jetzt gesehen, guck mal hier. Achso, okay, eine geschlossen, das ist richtig. Gibt es jetzt hier eine Wertung? Achso, 10 entlassen, okay. Wenn dann aber auch einen zweiten Herd und ein zweites Spülbecken. Ah, sie haben aber noch alles Essen, das ist gut. Das ist okay. Alles cool soweit. Was haben wir noch? Warte mal. Wo sind denn... Oh, ich hasse dieses Menü. Bescheuerte Kacke. Hattest du eigentlich mitbekommen, dass Maxis geschlossen wurde? Ja, habe ich gestern gelesen. Fand ich sehr interessant. Dass das einfach dann geschlossen wird, wenn ich hier mit Dings anfange. Oh, es hat gepiept. Es passiert nichts. Der hat gepiept. Zehn Wachen, das ist ein bisschen viel. Für mein kleines Gedöns. Mach ich das? Warum nicht? So, sie essen alle. Gleich kommen die Leute. Oder beziehungsweise drei Besucher in einer Gruppe. Okay, alles gut. Das mache ich gleich. Baue eine Krankenstation. Die will ich jetzt ungern zu den Besucherräumen machen.
laufen die alle da vorbei. Wo brauche ich denn die Krankenstation hin? Ernsthafte Beschwerden? Ja, Pech. Sei einfach nicht so pingelig. Der Psychologe braucht ein Büro, ne? Das Thema hatten wir ja schon. Huch! Ja, zerlegt mir einfach das ganze Dings hier. Was soll denn das? Schweine. Wo ist mein Büro wieder hin? Büro! Ich find's nie, da. Ja, aber ich würde die Kantine gerne so lassen, damit ich später ein bisschen Freiraum hab. So, den Psychologen haben wir, das ist schon mal gut. Eine Krankenstation. Ich mache hier einfach alle Büros hin. Ja, wenn ich die Kantine, wenn ich später noch mehr Leute habe, dann mache ich die Kantine einfach größer. Und dann passt das. Wie viele Büros brauche ich denn noch? Warte mal, Personal. Wir haben Hundeführer, Wache. Direktor, Arbeiter. Ich brauche da gar keine mehr, oder? Platz, Platz, Platz. Ja. Aber oben wäre auch noch Platz. Oh, mein Strom macht nicht mehr lange mit. Ungünstig. Wie viel Platz braucht die wohl noch? Sag ich, ziehe die bis hier. Ich kann klonen und ich habe Logistik. Guck mal. Gefängnisarbeiten. Bam. So. Müsst ihr direkt mal arbeiten. Ihr Schweine. Damit ihr auch was zu tun habt. Weil sie drei gefangen. Wieso darf ich denn nicht mehr? Hm, schade. Hm, Essen sieht gut aus. 11%. Ja, komm. Sitzt ein bisschen im Dunkeln hier, kann das sein? Arme Sau. Hat kein Licht in seinem Büro. Tut mir ein bisschen leid. Der macht hier den Gehweg sauber. Ach, wie schön. Ich gucke den viel lieber beim Wuseln zu, als irgendwas aufzubauen. Sicherheitsbüro, Werkstatt, wollen wir denn Krankenstation? Putzkammer, Wäscherei, Leichenhalle. Gott, wie viel? Bücherei, Baumschule, Klassenraum. Was suche ich denn gerade? Ach, Krankenstation. Innenliegend und Krankenbett. Wie groß ist so ein Krankenbett? Das spielt sich viel hier unten ab. Das ist... finde ich nicht so geil. Ich baue das dahin. Dann baue ich erstmal den Zaun weiter. So, den haut ihr bitte mal weg. Depressiver Psychologe, weil er kein Licht hat. Ja, arme Sau. Wo sind denn meine lieben Leute? Ach, da laufen sie. Okay, dann haut ihr den weg. Wow! Es wird gespeichert, was soll denn das? So viele werden sich nicht immer ins Krankenhaus begeben müssen, ne? Der Spieler hat echt viele Updates mittlerweile bekommen, das ist richtig.
Was ich sehr toll finde, wohlgemerkt. Kann schief gehen, ja, aber komm.